Ein herzliches Grüß Gott aus dem Hohen Dom zu Eichstätt. Wir übertragen für Sie das Pontifikalamt anlässlich der Weihe von 6 Diakonen zu Priestern im Bistum Eichstätt. Hauptzelebrant ist der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Es singt der Eichstätter Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß. Eichstätt ist eine kleine Bischofsstadt in der geografischen Mitte Bayerns, im Naturpark Altmühltal. Sie geht auf eine Gründung aus dem 8. Jahrhundert zurück. Seit einigen Jahren finden im Bistum Eichstätt die Priesterweihen nicht mehr am traditionellen Termin rund um das Hochfest der heiligen Petrus und Paulus statt, sondern vor dem Weltgebetstag für geistige Berufe, den wir morgen begehen werden. Wir laden Sie nun ein, gemeinsam mit den vielen hundert Gläubigen im Eichstätter Dom diesen Gottesdienst zu feiern und die Kandidaten für die Priesterweihe auf ihrem Weg im Gebet zu begleiten. Die eingeblendeten Liednummern beziehen sich auf das Gotteslob. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch. Liebe so zahlreich versammelte Schwestern und Brüder hier im Eichstätter Dom, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Liturgie, zu Hause an den Bildschirmen, vielleicht in den Altenheimen, oder gar im Bett aufgrund von Krankheit. Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Mitglieder des Domkapitels, lieber Bischof Emeritus Walter, lieber Abt Thomas,
liebe Weihekandidaten und vor allem liebe Ministrantinnen und Ministranten, euch darf man heute in dieser Stunde wahrlich nicht vergessen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind nicht versammelt zu einer Freispruchfeier, zu einer Beförderungsfeier. Wir sind versammelt zu einer Feier des Dankes und des Vertrauens. Dank und Vertrauen, weil der Herr spricht und ruft. 6 Diakone werden heute zu Priestern geweiht. Der Herr hat sie gerufen. Aber der Weg, der hinter diesen 6 Diakonen liegt, liebe Schwestern und Brüder, ist ihr Weg. Ihr Weg des Gebetes, ihr Weg der Begleitung, ihr Weg der Weggemeinschaft mit jedem Einzelnen von Ihnen. Und dafür danke ich Ihnen. Sie haben damit ein Zeichen des Vertrauens in der Kirche gesetzt, dass allen Dank erfahren sollen. Und so möchte ich Sie, die Eltern, die Angehörigen, die Freunde der Weihekandidaten, die Heimat- und Praktikumspfarrer, die Begleiterinnen und Begleiter beim Religionsunterricht, alle, die Sie diesen Weg hierher begleitet haben, aufs Herzlichste willkommen heißen und Ihnen danken. Und jetzt wollen wir das Unsere tun, damit Gott das Seine tut, damit dieser Weg der 6 Weihekandidaten als Weg der Kirche, als Weg für die Kirche weitergeht. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe vor den Bischof zu treten. Sebastian Braun aus der Pfarrei Maria Aufnahme in den Himmel Berching. Hier bin ich. Josef Del Mastro aus der Pfarrei St. Petri Hüsten. Hier bin ich. Hubert Gerauer aus der Pfarrei St. Laurentius Neuhausen. Hier bin ich. Corbinian Müller aus der Pfarrei St. Pius Ingolstadt. Hier bin ich. Tehai Guyen aus der Pfarrei Maria Lichtmeß Hildesheim. Hier bin ich. David Simon aus der Pfarrei Kreuzerhöhung Malnie, Polen. Hier bin ich. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Priestern. Dank sei Gott dem Herrn. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib den Diakonen, die du heute zu Priestern der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass sie durch ihr Leben wie durch ihr Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung stammt aus dem Buch Jeremia. Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann noch nicht reden. Ich bin noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Wort des lebendigen Gottes. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Du bist meine Hoffnung, Herr und Gott, meine Zuversicht von Jugend auf. Vom Mutterleib an habe ich mich auf dich gestützt. Aus dem Schoß meiner Mutter hast du mich entbunden. Dir gilt mein Lobpreis alle Zeit. Viele wurde ich wie ein Gezeichneter, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist erfüllt von deinem Lobpreis, den ganzen Tag von deinem Glanz. Amen.
und soll von deiner Gerechtigkeit künden, den ganzen Tag von deinen rettenden Taten. Denn ich kann sie nicht zählen. Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und bis heute verkünde ich deine Wunder. Die zweite Lesung stammt aus dem ersten Johannesbrief. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wort des lebendigen Gottes. Mitgeteilt, was ich gehört habe von meinem Vater. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben,
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Dies ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was er ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Eltern, Angehörige und Freunde unserer Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brüder aus den Herkunfts- und Praktikumspfarreien, liebe Mitglieder unserer Gebetsgemeinschaft um geistliche Berufungen, verehrte Vertreter der Theologischen Fakultät, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Gläubige zeigen sich derzeit irritiert, betroffen und erschüttert angesichts der lokalen, landesweiten oder weltweiten Skandale in unserer Kirche. Was ist nur in unserer Kirche los, fragte mich eine engagierte Katholikin. Wann tritt denn endlich wieder das viele Gute zutage, das Tag für Tag in der Kirche und durch die Kirche geschieht? In dieser krisenhaft erscheinenden Lage hören wir in Deutschland den Ruf nach einer neuen Kirche, nach einer Kirche ohne sexuellen Missbrauch und ohne Machtmissbrauch, nach einer an der sogenannten Lebenswirklichkeit angepassten Sexualmoral, nach veränderten Zulassungen zu den Ämtern. Alles soll neu werden. Die neue Kirche, wer soll sie denn errichten? Experten in Kommissionen, eine Mehrheitsmeinung, also wir selbst aus eigener Kraft?
Oder bedarf es einer Kirche, die sich im Geiste des vom Evangelium getragenen Glaubens erneuert, die sich selbst evangelisiert? Eine Kirche, in der Christus und seine frohe Botschaft mehr ansichtig und spürbarer werden, in der Strukturen und Sozialgestalt zurücktreten. Mehr Christus, weniger äußere Kirche. Angesichts der Unübersichtlichkeit, die wir kirchlich hierzulande erleben, fragte ich mich bei der Vorbereitung auf diese Weihepredigt, welche Worte denn anlässlich einer Priesterweihe zu wählen sind. Bei einer Hochzeitspredigt wird man kaum die Schwierigkeiten des ehelichen Miteinanders oder gar die Statistik der Scheidungen in den Mittelpunkt der Ansprache rücken, obwohl diese Realitäten vorhanden sind und das Brautpaar schon bald nach der Feier sich bewähren muss. Gerade angesichts der harschen Fakten wird man dort als Prediger zur Stärkung des Paares vom Zentrum des Geschehens ausgehen, von der Liebe, die sich zwei Menschen schenken und aus der heraus sie vor Gott ihr bleibendes Ja zueinander sprechen. Vom Zentrum aus, vom Wesen her, das Geschehen beleuchten. Sechs Männer werden heute zu Priestern geweiht. Das geschieht nicht, um sakramental befugtes Dienstpersonal zu rekrutieren, das die Gemeindeorganisation im Bistum zu stützen hätte. Im Evangelium hörten wir Jesu Worte: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Die Weihe steht in diesem Kontext, liebe Schwestern und Brüder. Jesus wollte nicht nur seine Kirche, sondern er liebt sie auch, weil er jede und jeden von uns liebt. Selbst als Herde, die nicht ohne Sünden ist, liebt er sie, aber er möchte sie heiligen. Liebe nun will sich verschenken. So kommt Kirche vom Herrn her als Geschenk. Nicht Menschen, sondern das Liebeswort Gottes erschafft Kirche. Jenes Wort, das Fleisch geworden ist. Jesus sagt uns im Evangelium, wir haben es eben vernommen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das bezieht sich nicht nur auf die Weihekandidaten, das bezieht sich primär sogar auf unser Kirchesein. Dieses Liebeswort baut auch heute Kirche. Es richtet sich liebend an die Menschen in der Taufe. Es will sich immer neu in uns einsenken in der Eucharistie, um uns in den Bund mit Gott aufzunehmen. Dieses Wort hat sich den Weihekandidaten und der Kirche als berufendes Wort erwiesen. Der Apostel Paulus beschreibt im Römerbrief das Wesen der Kirche. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So wächst der Bund zwischen Mensch und Gott, die Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Nicht eine ethisch ausgerichtete Gesinnungsgemeinschaft oder Lebensphilosophie. Die in uns ausgegossene Liebe drängt, das Leben miteinander zu teilen, was wir in der Tat innerkirchlich viel zu wenig tun. In der Eucharistia gibt sich das zur Gemeinschaft gesammelte Volk dem Mensch gewordenen Wort als Antwort. Das Wort also erschafft aus Liebe uns zur Kirche. Diese Stunde ruft in Erinnerung, dass Kirche Christi als Geschenk auf uns zukommt, nicht als unser Verein, den wir selbst begründen. Wie wir den Herrn selbst nur empfangen können, so auch im ersten Schritt die Kirche.
Bei der Taufe haben wir auch das Credo, den Glauben, empfangen. Nicht wir haben das Credo, den Glauben, eingebracht und Kirche gebaut. Die Haltung, Empfangende und Empfangender zu sein, befähigt uns dann freilich, Bauleute an der Kirche zu werden, an Wachstum und Gestalt der Kirche mitzuwirken. Ähnlich wie man zum Wachstum einer Pflanze beitragen kann, durch Pflege, durch Beschneiden, damit Neues ansetzt, durch Bewahren, damit Kostbares erhalten bleibt. Weil Kirche also ein Geschenk des schöpferischen Gotteswortes ist, hat ihr der Herr keine Manager als Entwickler beigegeben, keine Verwaltungsbeamten oder Vereinsvorstände, die als basisdemokratisch legitimierte Gemeindeleiter wirken. Er berief zur Fortführung seines Wirkens an und in der Kirche Apostel, auf deren und der Propheten Fundament gemäß dem Epheserbrief Kirche gebaut ist. Dem schöpferischen Wort, das Kirche schenkt, entspricht der Apostel, dessen Leben und Wirken dieses Wort gegenwärtig macht. Den Dienst der Apostel beschreibt nun Paulus im Römerbrief als Liturgen des Evangeliums. Als Liturgen des Evangeliums. Das heißt, Leben und Dienst des Apostels müssen das Evangelium lesbar machen. Auch für solche, die nicht hineinschauen ins Evangelium. Der Hebräerbrief bezeichnet Christus selbst als Apostel und Hohenpriester. Das erschließt uns die Bedeutung der Redeweise vom Liturgen des Evangeliums besser. Sein Dienst und das sich daraus herleitende bischöfliche und priesterliche Wirken sollen durch die Verkündigung des Wortes Christi in sakramentalen Zeichen und Zeugnis sowie durch das eigene Leben die Gegenwart Gottes aufscheinen lassen. Das Gleichnis vom Sämann im Evangelium, der den Samen des Gottesreiches überall ausbringt, das Gleichnis vom Kaufmann, der die kostbare Perle hebt und ansichtig sein lässt, wie auch das Bild vom kleinen Senfkorn, das schließlich als großer Baum sichtbar wird, veranschaulichen, worum es geht. Der Liturge des Evangeliums hat der neuen Wirklichkeit Gottes den Weg zu öffnen. Ihr, liebe Weihkandidaten, werdet am heutigen Tag amtlich mit der Sendung betraut, der neuen Wirklichkeit Gottes zum Durchbruch zu verhelfen. Wo diese neue Wirklichkeit erfahrbar wird, erwachen nämlich die Menschen zum priesterlichen Volk Gottes. Dort wächst Kirche. So können wir die Weihe von Priestern unmöglich als Zurücksetzung der Getauften und ihrer Sendung deuten. Wir dürfen diese Weihe vielmehr als Zeichen der Liebe des Herrn zu uns allen aufnehmen. In seinem Dienst nimmt der Liturge des Evangeliums teil an der Sendung Jesu vom Vater in die Welt. Er hat wie der Herr Gottes Gegenwart in den unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen zu fördern. Sein Dienst lebt zutiefst von der Feier des sakramentalen Wortes in der Eucharistie. Sie gipfelt ja im wandelnden Wort. Die Glaubenden werden dem auferstandenen und wiederkehrenden Christus einverleibt. Gott wird damit gegenwärtig in der Welt. Daher ist Messe, Eucharistiefeier für unser Kirchesein unverzichtbar. Durch die Eucharistie verwandelt sich auch unsere liebende Hingabe an den Nächsten, unsere Geduld im täglichen Miteinander, das Annehmen von Krankheiten und Leiden zum Ja-Wort auf Gottes Bund mit uns. Unser ganzes Leben wird hineinverwandelt in dieses Ja-Wort auf Gottes Bund durch die Eucharistie. Und weil wir in der Eucharistiefeier den Leib Christi repräsentieren, befähigt sie uns, die Gegenwart Gottes in Welt und Gesellschaft hineinzutragen,
in unsere persönlichen Beziehungsnetze und in unsere Arbeitswelt. Das Wesen des Dienstes, zu dem die 6 Weihekandidaten heute bestellt werden, ist die Austeilung des Wortes in seiner unterschiedlichen Gestalt, um Christus im Menschenleben Raum zu schaffen. Dieser Auftrag kann unmöglich nach Funktionärsart vollzogen werden. Das Wort muss im Gesandten selbst wohnen. Das drückt die Handauflegung der Weihe aus. Liebe Weihekandidaten, jeder von euch hat ein Freund des Bräutigams, ein Freund Christi zu sein. Deine Nähe zu Christus lässt dich als Mann des Gebetes leben, lässt dich als einen erscheinen, der die Verheißungen des Glaubens durch sein eigenes Leben bezeugt, lässt dich geistlicher im eigentlichen Sinn des Wortes sein. Der Gesandte, liebe Schwestern und Brüder, gibt, was er rein menschlich aus sich heraus nicht zu geben vermag. Er gibt, was er sich selbst vom Herrn schenken lassen muss. Deshalb haben wir die Priesterweihe. Der Priester vertritt einen Größeren und ist wie Johannes der Täufer Vorläufer. Er ist Stellvertreter in dem Sinn, dass er den Platz für Christus freihalten muss. Macht er sich selbst zum Mittelpunkt, würde er den Gläubigen die Sicht auf Christus verstellen. In der Haltung der Selbstlosigkeit kann der Liturge des Evangeliums das Wort in Fülle austeilen. Er steht für den Gekreuzigten in dieser Haltung. Ein Dienst aus dieser Haltung heraus gestaltet sich nicht als Machtausübung. Vielmehr herrscht Christus und sein Wort. Paulus ordnete wie kein anderer der frühen Kirche die Leitung, die unerlässlich ist. Aber niemand sollte nach seinem Urteil herrschen, nicht Einzelne und nicht das Volk, nur Jesus und sein Wille. Die stetige Suche nach Gottes Willen im Geist des Glaubens entmächtigt alle falschen Machtansprüche gleichermaßen und führt zusammen in die Gemeinschaft des Bundes mit Gott. Liebe Schwestern und Brüder, Gott liebt seine Kirche, liebt er doch jede und jeden von uns. Diese sich schenkende Liebe ist unser fester Grund, auf dem wir stehen. Diese Liebe ist Anlass der Freude des heutigen Tages. Denn die Weihe dieser Kandidatin und der vorausliegende Ruf ist Ausdruck seiner Liebe zu uns, seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns, mit dir und mir, nach unserer Verwandlung in das neue Bundesvolk hinein. Dem habt ihr, liebe Weihekandidaten, zu dienen, im Geist eines Liturgen des Evangeliums. Dienen, nicht herrschen. Das erfüllt, wenn die Liebe Gottes in euch herrscht. Der Herr weist euch den Weg. Bleibt in meiner Liebe. Amen.
Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Michael, bitte für uns. Heilige Engel Gottes, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Heiliger Paulus, bitte für uns. Heiliger Andreas, bitte für uns. Heiliger Johannes, bitte für uns. Heiliger Markus, bitte für uns. Heilige Maria Magdalena, bitte für uns. Heiliger Stephanus, bitte für uns. Heiliger Sebastian, bitte für uns. Heiliger Ignatius von Antiochien, bitte für uns. Heiliger Laurentius, bitte für uns. Heilige Perpetua und heilige Felicitas, bitte für uns. Heilige Agnes, bitte für uns. Heiliger Gregor, bitte für uns. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Athanasius, bitte für uns. Heiliger Basilius, bitte für uns. Heiliger Martin, bitte für uns. Heiliger Hubertus, bitte für uns. Heiliger Benedikt, bitte für uns. Heiliger Willibald, bitte für uns. Heiliger Corbinian, bitte für uns. Heiliger Franziskus und heiliger Dominikus, bitte für uns. Heiliger Martin von Porres, bitte für uns. Heiliger Franz Xaver, bitte für uns. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Heiliger Philipp Neri, bitte für uns. Heiliger Pfarrer von Arms, bitte für uns. Heiliger Papst Johannes Paul II, bitte für uns. Heilige Walburga, bitte für uns. Heiliger Wunibald, bitte für uns. Heiliger Richard, bitte für uns. Seliger Gundekar, bitte für uns. Heilige Katharina von Siena, bitte für uns. Heilige Theresia von Avila, bitte für uns. Selige Stilla, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, bitte für uns. Jesus sei uns gnädig, erheile uns von allem Bösen,
Herr, erhöre uns. Von aller Sünde, Herr, erhöre uns. Von der ewigen Verdammnis, Herr, erhöre uns. Durch deine Menschwerdung und durch dein heiliges Leben, Herr, erhöre uns. Durch dein Sterben und dein Auferstehen, Herr, erhöre uns. Durch die Sendung des Heiligen Geistes, Herr, erhöre uns. Durch deine Gegenwart bis zum Ende der Zeiten, Herr, erhöre uns. Am Tage deiner Wiederkunft, Herr, erhöre uns. Wir armen Sünder, wir bitten dich, schütze deine heilige Kirche und leite sie, wir bitten dich, erleuchte unseren heiligen Vater Papst Franziskus, unseren Bischof Gregor Maria und alle Hirten der Kirche, mir bitte, erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes, mir bitte, segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast, mir bitte, segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast, mir bitte, segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast, mir bitte, belohne die Eltern, die Angehörigen und die Wohltäter dieser Erwählten für ihr Gebet und Opfer, mir bitte, lass die verstorbenen Angehörigen und Freunde teilhaben an deiner Auferstehung, mir bitte, gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit, mir bitte, Herr, erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen, mir bitte, stärke und erhalte uns in deinem Dienste, mir bitte, Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, mir bitte, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Erhöre uns, Herr, unser Gott. Erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist. Gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Venia Domum cordium.
preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, sodass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr, unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst, sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar. So werden die Sünder versöhnt. So werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint, erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen. Für die ihnen anvertrauten Gemeinden
und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen.
Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst und
stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Thank you.
Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer erwirke ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibe Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass sein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort, und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und für das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche
in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit mir, deinem unwürdigen Diener, und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Wir bringen sie dar auch für die neu geweihten Priester und bitten dich, bewahre, was deine Gnade in ihnen begonnen hat, damit es mit deiner Hilfe gelinge. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Erbarme dich der verstorbenen Angehörigen unserer Neupriester, besonders für Luigi Del Mastro. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Sind Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner verängstigten und furchtsamen Jünger. Er sprach ihnen seinen Frieden zu.
und befreite sie von aller Angst und Menschenfurcht. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt, so spricht der Herr.
Hier im Eichstätter Dom wird jetzt die Heilige Kommunion ausgeteilt. Die Gläubigen sind dazu eingeladen, Leib und Blut Christi in der Form von Brot und Wein zu empfangen. Wenn Sie, liebe Mitfeiernden, an den Bildschirmen am Empfang der Heiligen Kommunion gehindert sind, aus welchem Grund auch immer, so sind Sie dazu eingeladen, sich im Gebet mit der hier versammelten Gemeinde und dem anwesenden Christus zu verbinden. Sie haben so auf geistige Weise Anteil an der Gegenwart Christi.
lasset uns beten. Herr, unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke deinen Priestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu sind in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in den abschließenden Segen seien vor allem die Alten und Kranken mit eingeschlossen, die am Bildschirm jetzt dieser Feier beiwohnten. Aber der Segen soll sich auch auf die hier anwesenden Kinder und die kleinen Minis erstrecken, die so tapfer ausgehalten haben. Der Segen möge auch übergehen auf unsere Dommusik, die uns diese Liturgie so festlich gestaltet hat. Und vor allem aber, lieber Herr Regens, auf Sie, auf den Spiritual, auf den Subregens für Ihre Arbeit, damit wir noch häufig und immer wieder solch frohe Feste feiern dürfen und uns von Gott beschenkt wissen dürfen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige, gütige und menschenliebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Te Deum laudamus. Heiligen Willibald, der heiligen Walburga und aller Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Frieden, Halleluja, Halleluja.